Hallo, meine lieben Zuschauer, und danke fürs Einschalten zu diesem Video, was wahrscheinlich ziemlich emotional werden wird und ich deswegen nicht so laut bin, weil wir gerade fast 12 Uhr nachts haben, aber sonst ist eigentlich alles halbwegs in Ordnung. Ich bin die Tage über die 30.000 Abonnenten in YouTube gestiegen. Und ich wollte dazu ein Video machen, weil ich mich einmal in diesem Video persönlich bei euch bedanken wollte und eigentlich auch was zu meiner allgemeinen Situation momentan und YouTube natürlich sagen möchte, denn ja, auch wenn ich jetzt oder wenn ihr das nicht so mitbekriegt habt, so hinter den Kulissen lief es eigentlich nicht so gut und ja, im Nachhinein bin ich so froh, dass es mit YouTube so funktioniert und dass euch meine Inhalte so gefallen. Yay! Oh mein Gott, dabei wollte ich gar nicht irgendwie zu emotional werden und weinen oder generell irgendwas... generell irgendwie da, ne? Ich habe mich gerade noch ganz schnell die Haare gemacht, weil die vom Arbeiten irgendwie so komisch aussahen. Und dann hier, ich habe auch noch Pickel, die ich eigentlich gar nicht zeigen wollte. Und ich muss auch noch zum Friseur und mir die Haare machen lassen, weil deswegen wollte ich auch vorher nie vor die Kamera und ich hatte auch gar nicht die Zeit dazu in den letzten Wochen, also in der letzten Woche eher gesagt, aber ich habe viele Sachen schon gefilmt und die kommen jetzt nach und nach, aber ich muss ja was zu den erreichten Abonnenten sagen und auch ja, ein Abonnenten-Special werde ich auch noch machen, aber ich kann kein Outtake-Special machen. Weil mein PC ist mir ja vor einigen Monaten abgeschmiert, da war alles Mögliche drauf und jetzt habe ich nicht so wirklich darauf geachtet, dass ich irgendwelche Outtakes zustande kriege oder die speichere oder sonst was, weil eben halt bei mir privat ziemlich turbulent was los war und ich überhaupt gar keine Ahnung hatte, wie ich meine Zukunft, mein Leben, meine Grundlage gestalten sollte und ich einfach in ein schwarzes Loch gefallen bin, aber ich musste ja vor YouTube irgendwie trotzdem das Lächeln auf dem Gesicht haben und alles ist super und alles ist toll und ich lasse mir das nicht anmerken und ich lebe hier in meiner glücklichen Welt mit meinen Tierchen und mir fehlt nichts, aber dem ist nicht so, weil ich persönlich habe eben halt leider nicht die Möglichkeit gehabt, mich, sage ich jetzt mal, nach meinem Abschluss, den ich gemacht habe, weiterzukommen. Ich habe jetzt mein Fachabitur abgeschlossen und leider hat mich keiner der Universitäten angenommen. Mit der Aussage, dass ich zu unkreativ bin, was sehr an mir genagt hatte und ich eben halt absolut nichts, ich hatte nichts. Ich habe nach keinen Ausbildungshof, weil ich echt der Meinung war, dass ich studieren gehen hätte können und das, dem ist halt nicht so gewesen, weil eben halt ich zu unkreativ war und meine Sachen denen nicht gefallen haben. Ich habe auch eigentlich immer meine YouTube-Sachen vorgelegt, aber das hat denen auch irgendwie nicht gefallen und ja, dann sitzt du hier und hast eben halt nichts und also ich bin ein Typ Mensch, sage ich jetzt mal, ich kann nicht ohne Arbeit irgendwas tun. Momentan habe ich jetzt ein Nebenjob, den mache ich dann auch, um mich und meine Tiere hier zu finanzieren. Ich wohne ja zum Glück noch bei meinen Eltern, aber trotzdem sitze dann da und ich will jetzt nicht sagen, dass ich gut bin, aber ich bin nicht schlecht in der Schule oder bei meinem Fachabitur oder auch meine Ausbildung, die ich da ja hinter mir hatte, die habe ich also mit einem sehr guten Notendurchschnitt abgeschlossen in den 1er-Bereich und ja, im Designstudium kommt es ja nicht drauf an, wie gut man zeichnen kann und ja, ich war einfach so am Boden zerstört, weil ich gedacht habe, hey, du kannst jetzt durchstarten, dann studierst du halt die 4 Jahre und kannst doch nebenbei YouTube machen und wenn du wirklich gar nichts dann hast und da stehst und denkst dir, oh Gott, du musst aber irgendwas tun, du musst ja arbeiten, weil du eben halt nicht in irgendwelche Schichten von Hartz IV und so weiter rein willst, ja. Es ist eben halt so eine Sache und alle anderen Ausbildungsmöglichkeiten waren halt weg und ich war da und ich musste trotzdem noch YouTube weitermachen und musste auch gucken, was ist denn jetzt, wenn mich dann trotzdem nächstes Jahr wieder keine Universität nimmt und ja, jetzt habe ich eben halt mich mit einem Nebenjob jetzt die Zeit halt beschäftigt und bin auch deswegen auch arbeiten und mache die Sache aber mit YouTube trotzdem weiter, keine Sorge, aber es ist halt auch so,
dass ich für nächstes Jahr mich am Bewerben bin dann für Universitäten. Aber auch hoffe ich zumindest, dass ein sehr großer Ausbildungswunsch, den ich jetzt vorgezogen habe, möchte ich jetzt hier aber nicht äußern, was in Erfüllung geht und ich dann diese Ausbildung machen kann, wo ich auch sagen kann, natürlich mache ich YouTube dann weiter, aber ich möchte mich viel mehr dann auf meine Arbeit konzentrieren, die ich dann später mache und ausübe und ich hoffe sehr, ich engagiere mich sehr dafür, dass ich das wirklich schaffe, aber ich möchte halt hier auch nicht so viel dann sagen, weil vielleicht schaffe ich es dann doch nicht und sitze dann hier wieder nächstes Jahr und habe da nichts. Und ich kenne es eigentlich von mir persönlich nicht, dass ich etwas nicht schaffe. Wisst ihr das? Ich bin ein Mensch, wie sagt man, ich bin sozusagen der Streber, wisst ihr? Ich habe zusätzlich noch Sachen gemacht und mache dann noch Sachen, um das noch zu verbessern, schreibe ich nochmal einen Aufsatz neu, so bin ich drauf. Und jetzt sitze ich hier und habe halt, und ach, wisst ihr, manchmal ist das Leben einfach ungerecht und dann muss man es so akzeptieren, wie es ist. Und es ist halt kein Ponyhof, wie man so schön sagt, ne? Und dann sitzt man mal hier verzweifelt vor der Kamera. Und ich kann ja von Glück reden, dass ich dann in der Hinsicht dann noch hier meine Tiere habe und ich noch zu Hause wohne. Und deswegen bin ich auch ganz happy und super glücklich, dass mich meine Eltern weiterhin unterstützen. Und ja, YouTube natürlich, hallo. Danke für die 30.000. Anscheinend bin ich kreativ und mache meine Videos gut und euch gefallen. Oh Gott, mein Grammar ist auch deutsch. Und euch gefallen die Sachen, die ich drehe und mache und auch meine Zeichnungen, was weiß ich nicht. Aber ja, wie gesagt, leider kann ich YouTube nicht vollzeitmäßig machen. Das funktioniert einfach nicht und natürlich, wenn man mehr Abonnenten hat und, keine Ahnung, nur 3-Minuten-Clips dreht, wo man sich die Fresse zuschminkt und alles, dann kann man natürlich davon leben und sich super toll ausmachen, aber es funktioniert hier, also in meinem Grund nicht. Und ich möchte einfach dann einer Tätigkeit nachgehen, wo ich dann YouTube nebenbei aber trotzdem noch weiterhin führe, weil wenn ich hier selber ausziehe, habe ich immer noch Tiere und möchte das mit euch dann dokumentieren. Und ihr kommt natürlich mit durch mein Leben, weil es geht ja nicht um mich, es geht ja um meine Tiere. Wie geht es dann jetzt hier weiter, ne? Wie soll das dann weiterlaufen? Kann ich mir das dann noch finanziell leisten, so gesehen, ne? Ich komme ja jetzt auch aus meinem Netzwerk zum Glück raus und habe damit dann nichts mehr am Hut. Was ich auch, diese von Netzwerken habe ich echt auch die Schnauze voll, auf Deutsch gesagt. Und ja, ich sag mal so, ohne YouTube schlecht weg, wäre ich wahrscheinlich jetzt die letzten Monate wirklich also ich bin ja erst 20 Jahre alt, aber an meiner Tiefpunkte erreicht, wo du wirklich sagst, was habe ich denn falsch gemacht, woran liegt es, warum komme ich nicht weiter, jetzt schnell noch etwas finden, wenn man sich schon so an vielen Unis beworben hat und dann trotzdem eine Absage kriegt, weil, ja, ich bin kein Mensch, der einfach blau machen kann und sagt, ja, dann habe ich ja jetzt so ein Jahr Zeit, ich mache alles Mögliche und gar nichts. Und sowas kann ich einfach nicht und das geht nicht. Und das ist jetzt auch ehrlich gemeint, dass ich jetzt die Zeit lieber nutzen möchte. Ich kann dann besseren Content euch bieten und ihr findet das ja wahrscheinlich sehr toll. Ich baue das dann auf nächstes Jahr auf, dass ich dann irgendwas dann kriege und auch vielleicht auch meine Traumausbildung dann vielleicht bekomme. Und wie gesagt, ihr seid da mein Rückhalt. Ich habe sonst nichts anderes. Ich bin, ja, wie soll man das sagen? Ja, ich habe meine Tiere mehr nicht. Ja klar, ich habe da nur meine paar besten Freunde, aber mehr ist, mein Leben beinhaltet nicht mehr, momentan. Und deswegen habe ich euch, ich habe euch alle einfach so lieb und ich habe mir jetzt ein bisschen seelische Unterstützung hier hinzugezogen. Ja, meine lieben Zuschauer, ich möchte in dieser Hinsicht einfach total ehrlich sein, weil ich ansonsten denke, dass das auch mit dem Vertrauen her nicht zwischen euch und mir funktioniert. Und es auch in dem Bezug halt total wichtig ist, oh so, ich bin scharf, dass ich euch klar mache, wie wichtig mir YouTube einfach ist. Auch gerade zur Zeit, weil, ich muss sagen, das bedeutet für mich grundlegend fast insgesamt mit meinen Tieren alles. Und natürlich dann ist da noch meine Familie und dann meine Freunde, aber ohne meine Tiere wäre ich halt nichts und das möchte ich halt mit euch teilen, weil ich sie liebe und
Ihr liebt meine Videos, wir teilen die Tierfreunde und ne? Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass das mit nächstes Jahr dann alles klappt und mal sehen, vielleicht habe ich bis dahin die 40.000 Abonnenten oder 50.000 und ich werde die Zeit auch nutzen, weiterhin an Sachen für YouTube zu arbeiten und ich habe mal Kalisi, sie ist so unglaublich niedlich, aber hier sieht man sie nicht wegen dem Licht, so für YouTube zu arbeiten und sie halt auch nur so fertig aus wegen der Arbeit und dem allem, weil wir halt so spät haben, aber sonst hätte ich das wieder nicht filmen können. Und ja, ich möchte auch die Zeit, die ich dann jetzt habe, nutzen. Vielleicht schaffe ich das dann bis nächstes Jahr, dass dann mal vielleicht ein Verlag auf mich aufmerksam wird. Ich bin da schon am Schreiben. Wenn zur Hälfte zum Beispiel mein Montana Hamster-Roman fertig ist, möchte ich gerne einen veröffentlichen. Aber wie gesagt, ich bin ja viel zu unkreativ und meine Themas, statistisch gesehenen Themen sind nicht ausreichend, um kreative Dinge in dieser Welt zu, sage ich jetzt mal, ausreichend zu befüllen und ja. Ist die Meinung von anderen, aber was dich nicht umbringt, macht dich ja nur stärker. Und ein Tiefpunkt in meinem jungen Leben ist egal. Ne, was soll Kalisi sagen? Die hatte keinen guten Start ins Leben. So, ich bin so. Genau, und deswegen ist es mir nur besonders wichtig, dass ihr wisst, wie wichtig ihr mir seid. Auch von meiner momentanen Situation einfach, wie wichtig meine Schnuckis mir sind. Oh, die meine Nase ablecken. Oh. Und einfach allgemein alles hamstastisch läuft und der Hamster sich denkt, was jetzt hier los ist und ich einfach nur glücklich bin, dass ich jetzt über die Jahre seit 2012 euch begeistern kann mit meinen Inhalten und dass das hoffentlich so bleibt und wir vielleicht irgendwann der Welt beweisen können, dass es egal ist, wie klein das Tier ist, aber wie groß unsere Liebe dazu sein kann und auch allgemein Tiere einen viel, viel höheren Stellenwert bekommen. Egal, ob es jetzt Hund, Katze, sondern Maus und Nager auch sein kann. In der Hinsicht, danke für die 30.000 Abonnenten, den 7 Millionen Klicks und dem allen, ihr seid die Besten. Und ja, ich würde mal sagen, hier Kalisi, wenn sie sich jetzt zu der Kamera noch dreht, zu der Kamera noch dreht. Guckt immer zu mir. Du sollst mal da reingucken. Sagt sie alles Gute für euch und tschüss und danke fürs Abonnieren und bleibt uns treu. Wir lieben euch und wir geben noch das Jahr hier Vollgas und den Rest auch und immer schön gucken und kommentieren und liken und sorgt dafür, dass dieser Kanal noch größer wird, hoffentlich. Und seid gespannt, wie Miyukis Zukunft aussieht. Auch wenn der Hamster wieder mal unscharf ist und ich eigentlich eine neue Kamera brauche, aber kann ich gerade nicht mir leisten und ich muss sparen und erstmal zukünftig sehen. Deswegen, Leute, Hamster backen, voll halten und Däumchen drücken. Dankeschön und, Leute, einen großen Knuddler an alle. Tschüss. Tschüss. Dankeschön für alles.